Jetzt aber schnell rein. Live-Angriff hier und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn ich hier reinkomme und gleich ein Live-Angriff stattfindet hier von Requiem auf Muwafa Q29 im Clan Deutschland-Ed. Also Liga-Halbzeit, Leute. Habt ihr ja auch im Thumbnail, glaube ich, gesehen. Liga-Halbzeit oder so fast Halbzeit oder vielleicht auch schon ein weiter, je nachdem, wann man ja die Liga ja startet. Und im Moment läuft die Liga ja bei uns oder wahrscheinlich bei euch auch sehr, sehr spät, mitten in der Nacht erst aus. Das lag gestern sicherlich an der Wartung und wir haben dann gestern auch darüber gefachsimpelt, was könnte es eigentlich in der Wartung gegeben haben. Ich gehe mal davon aus, dass dort mal wieder so ein bisschen das kleine Zeitzonenproblem behoben wurde. Ich wollte gerade sagen, indem man einfach die Server einmal anhält, dann haben wieder alle die gleiche, ich nenne es mal so, Zeit, Spielzeit, Angriffszeit etc., sodass die Liga hier auch für alle so ziemlich gleichzeitig ausläuft. Ihr kennt das, dass manchmal hier ein Clankrieg ausgelaufen ist und ihr trotzdem noch manchmal sogar bis zu 2 Stunden noch warten müsst, bevor wirklich der Kampftag vorbei ist. Und um dieses Problem so ein bisschen zu umgehen, glaube ich, ich nenne es mal so, werden ab und zu mal einfach die Server angehalten. Dann schreibt Supercell immer, Server sind in Wartung. Ja, wir haben sie einfach mal kurz stillgelegt, damit wieder alle Zeiten ein bisschen angeglichen werden und mal sehen, wie viele Sterne hier dabei rauskommen. Also im Clan Deutschland Ed kann ich euch sagen, spielen wir eine 30er und die lohnt sich dieses Mal richtig. Also die lohnt sich dieses Mal richtig und ich freue mich vor allen Dingen, ich freue mich erstmal natürlich um den ersten Sieg, den wir gestern errungen haben hier. Aber was mich noch viel, viel mehr freut, abseits der Siege, sage ich mal, ist, dass wir alle oder so ziemlich alle hier angegriffen haben. Also von 8 oder von 30 Leuten gibt es vielleicht mal ein oder maximal, ich glaube am ersten Spieltag waren es 2, das war aber dann auch nur ein Mensch, die hier ihre Angriffe nicht gemacht haben. Und das ist schon richtig, richtig cool, muss ich sagen. Schade, dass ihm der Single jetzt alles zunichte macht, aber 94% ist, glaube ich, auch noch in Ordnung. Und ja, Drachenangriffe werde ich euch dann zeigen. Und auch der Mematik hier, unser einziger 14er, hat hier zugeschlagen gegen den 15er. Allerdings 15er, doch, hat schon Monolithen da. Okay, hat schon Monolithen. Das Rathaus ist aber noch auf 1. Okay, den Monolithen hat er schon auf 2. Naja, ich hatte ja mal eine Folge gemacht, keine Angst vor Monolithen. Oder keine Angst vor Rathaus 15 als Rathaus 14. Und er nimmt hier einen wunderschönen Hybrid. Also auch nach wie vor meine favorisierte Angriffsstrategie. Rathaus 14, Rathaus 15. Obwohl ich mich jetzt auch schon zu anderen Sachen wieder hintreiben lasse. Also gerade mit 14er smash ich im Moment sehr, sehr gerne. Mit den E-Titans und mit den Yetis. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Und aber hier so ein, ich wollte jetzt gerade sagen, so ein schöner Hybrid hier, der funktioniert natürlich noch viel besser. Noch viel besser ist es natürlich, ich weiß, ihr seht das jetzt gerade, wenn ihr jetzt hier die Masse der Truppen beobachtet, die hier Richtung Clanburg gehen, da kommt nichts raus, ne? Ja, unser Gegner hat keine Clanburg, Leute, ist natürlich dann auch nochmal umso schöner für uns, wenn hier die Clanburgen nicht mal befüllt wurden vom Gegner. Warum auch immer. Hier klappt das wunderbar, kann ich euch sagen. Auch das ist ein Verdienst hier aller, dass das so toll immer hinhaut. Die Clanburgen werden quasi sofort gefüllt, wenn der nächste Spieltag anbricht. Und dann brauchst du, ich sag mal so, dann brauchst du dir 22 Stunden keine Gedanken mehr um die Clanburg für den nächsten Spieltag machen. Und das ist schon sehr, 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 sehr krass hier. Also ich hoffe, die Woche gefällt auch den Leuten hier in Clan Deutschland-Ed und wir können das auf jeden Fall wiederholen. Wir können hier keinen tauschen. Das heißt also mitgehangen, mitgefangen. Aber ich sag, ich kann euch das gleich kurz mal zeigen im Bild, wie hier angegriffen wurde, beziehungsweise wie viel wir eigentlich immer sind. Und auch das hier, wunderschöne 3 Sterne vom Memati Erei. Okay, den 14er hätte ich natürlich woanders ganz gerne auch gesehen, aber auch hier wieder 44-9 gegen, ich glaube, wir spielen gerade gegen den letzten und ihr seht das hier, wir sind Vierter, halten die Liga und sagen wir mal, wir werden Vierter oder sagen wir mal, wir stapeln mal noch einen tiefer, wir werden Fünfter, sind das immerhin 194 Medaillen und das ist schon eine ganze, ganze Masse mehr, als wenn die ganzen Leute, die hier jetzt mit drin sind, hier nur in ihren Clans irgendwo
eine Nebenrolle bis gar keine Rolle spielen. Also das finde ich eigentlich, hoffe ich, gefällt den Leuten auch, dass mal wieder ein bisschen Medaillen hier rüber wachsen und nur mehr als Trostmedaillen. Und aber man kann das, glaube ich, hier anhand der Season-Info sehen, Clan. Wir sind jetzt im vierten Spieltag, 4-4-4-4-4-4. Also richtig, richtig krank hier. Und ich meine, okay, der Bender ist der Einzige, der da unten 0 stehen hat. Okay, da müssen wir uns was einfallen lassen. Rathaus 7, Rathaus 8 in der Liga. Aber die anderen hier, Nick und so, die haben noch nicht angegriffen. Okay, der Q3 hat ein bisschen geschwächelt. Hat also auch noch nicht alle Angriffe gemacht. Aber hier wird jeder seine Sterne, denke ich mal, mitnehmen. Und das ist richtig, richtig cool. Okay, Leute, wir springen in den nächsten Clan rein. Ich würde sagen, wenn ihr ein bisschen mehr noch sehen wollt, dann am Mittwochabend. Da schalten wir wieder ein, hier live in den Midclash. Und gehen aber kurz mal rüber in den Clan Free-to-Play. In den Clan Free-to-Play, denn auch da sieht es sehr, sehr gut aus. Da konnte ich nur nicht mehr tauschen. Das war mal wieder ein bisschen schade, dass ich gesehen habe oder viel zu spät gesehen habe, dass hier wieder welche mit im Clankrieg drin sind, die ja schon ewig nicht mehr da sind. Die sind dann auch, hier werden Plätze frei, Leute, im Clan Free-to-Play, also bewerbt euch ruhig, Description below in the Beschreibung, welche Clan-Tag das ist, und wir suchen hier auf jeden Fall 13, 12er, 11er. Die 11er gehen dann wahrscheinlich woanders Liga spielen, nämlich in Clan Deutschland Ed, aber das sind so die, die wir hier brauchen. Wir haben unten mittlerweile auch noch ein paar 10er und 9er. Das sind dann aber eher für die normalen Clan-Kriegstage, die Truppen und die Kämpfer. Und aber auch hier, ja, wie gesagt, habe ich es leider nicht gesehen, dass Leute überhaupt nicht da sind. Ihr seht das 13 von 15. Und dann haben wir aber irgendwann wenigstens einen eintauschen können, 13 von 15. Das muss ich hier mal gucken. Wir sind hier ja schon ein Tag weiter, auch 13, 15. Und dann haben wir es, glaube ich, geblickt hier. 14, 15, ja, da haben wir es geblickt. Da konnten wir wenigstens einen austauschen. Und sind aber im aktuellen Clankrieg, haben hier ja leider, obwohl, was heißt leider, wir haben auch einen gewonnen und wir sind hier auch Vierter. Auch hier gibt es einiges an Medaillen. Ich gucke mal gerade, wo wir hier eigentlich stehen. Wir sind hier Kristall 3 auch. Ja, hier, ich meine, hier wird es auch 194 geben. Also ähnlich wie bei Deutschland Ed. Nur, dass da die Rathäuser etwas kleiner sind. Hier sind sie ja etwas größer. Wir gucken auch hier in den aktuellen Clankrieg rein, würde ich sagen. Schief barfuß hier. Ganz easy peasy. Ja, wenn ich eine Base sehe, die nur Single Infernos hat, Leute, dann gibt es für mich nur eine Truppengattung, die dagegen anstinken kann. Das sind die Hexen in jedem Fall. Die habe ich mir auch kurz vorher noch auf 5 geballert. Also mit einem schönen Hammer. Von den vorherigen Medaillen. Und dann geht das hier eigentlich mit 4 Wutzaubern. Und geht das hier fürchterlich schnell, ist so eine Base dann weg, aber wie gesagt, mit drei Infernos in der Mitte, die da fast auf einem Fleck stehen, und auch der hatte, glaube ich, keine Clanbook, ne? Ja, hier haben einige Clans, legen hier keinen Wert drauf, überhaupt was zu spenden. Ich meine, vor allen Dingen spenden kostet ja nichts, ne? Früher hast du ja wenigstens mal gesagt, Mensch, ich habe jetzt gerade 500.000 Elex ausgegeben, nur für Spendertruppen. Das gibt's ja nicht mehr. Deswegen ist mir das noch mehr ein Rätsel, dass dann hier so gar nichts mehr gespendet wird. Ne? Also jetzt nicht bei uns. Ne? Unsere Clanbogen sind voll. Dafür sorgen wir schon, habe ich ja eben erklärt. Auch hier beim Clan Free-to-Play klappt das wunderprächtig. Und auch hier, glaube ich, spielen wir eine ganz nette Woche. Jeder ist immer froh, wenn so eine Woche wieder vorbei ist. Also wenn es erstmal wieder in den Normalzustand geht, viele machen dann natürlich Helden, dann meckert der Toto wieder, sind nur mehr Helden machen, keiner spielt mehr die Krankriege mit, aber ganz so schlimm, glaube ich, ist es nicht. Muss mal gerade gucken hier, wen haben wir hier, Taxifahrer denn? Viele haben wir hier öfter mal auch noch gar nicht gesehen, hier auch in den Livestreams dann nicht, aber letztendlich gerade in denen zeige ich doch relativ viele Angriffe, auch die gewesen sind. Egal, ob das ein Sterner sind, zwei Sterner, drei Sterner. Ich lasse eigentlich nichts aus. Und keine Peinlichkeit ist mir auch zu schade für meine Einsterner am Anfang der Woche. Aber mittlerweile geht es auch wieder bei mir. Ich habe mich da auch ein bisschen zusammenreißen müssen, dass ich wenigstens zwei Sterne irgendwo hole mit 14, 15. Denn ich habe mir auch selber gedacht, Toto, so kannst du nicht weitergehen. Du erzählst den Leuten hier safe, safe, safe und selber machst du nur Kacke. Das kann natürlich auch nicht sein. Und deswegen wollte ich das Ganze so ein bisschen
mit euch ja, nicht festhalten, sondern euch möglichst viel zeigen in den Livestreams, die wir dann haben. Also morgen wieder mit Clash. Es kommt morgen noch eine kleine Videofolge. Ich habe mal gestern was mitgeschnitten, was ich auch eher sehr, sehr selten mache. Das heißt also mal einfach mal die Schneidetaste mitten im Stream gedrückt und für euch ein ganz kleines Video festgehalten für Mittwoch. Das hat ja doch einen ganz besonderen Titel. Aber lasst euch da einfach überraschen. Fiel mir so ein und fiel mir eigentlich gestern Abend beim Stream schon ein. Können wir ja mal machen und haben wir dann auch mal gemacht. Und Taxifahrerin hier auch sehr, sehr schick hier mit den Hexen am Durchrasieren. Allerdings auch hier die Defensive. Ihr seht das, viele bauen die Defensive nicht weiter aus. Womöglich, um im Ranking der normalen CWs nicht so hoch zu stehen. Das ist nicht der richtige Ansatz, Leute. Es muss eh alles hoch, also macht es nicht, sage ich mal. Macht es nicht fürs Ranking, macht das nicht für den CW. Es rächt sich irgendwann und zwar spätestens in der Liga. Da ist nämlich egal, wo du gerankt bist. Und dementsprechend kassiert deine Base halt des Öfteren mal 3 Sterne, dass die Eiskohl-MC so lange halten, ist auch eher selten. Aber das ist sicherlich der schwachen Defensive geschuldet hier, dass nicht mal ein einziger Eiskohl-MC hier kaputt geht. Und das kommt davon, so würde ich das mal sagen. Da hast du nun davon. Ja, das hast du nun davon. Und aber schön gemacht hier. Taxifahrerin auf die Nummer 12, also 12 auf 12. Im Moment, oder vieles geht hier natürlich im Bereich der gegenüberliegenden Bases. Und aber wie gesagt, auch hier Clan Free-to-Play. Hier werden Plätze frei, Leute. Im Moment sind wir natürlich eher wenig, 1 von 30. Wir sind hier ein paar mehr, weil ein paar sind natürlich im Clan Deutschland-Ad, aber hier werden so 2-3 Plätze frei. Also merkt euch den Namen hier, Clan Free-to-Play, so wie man es spricht im Global, und bewerbt euch hier. Also ab Rathaus, hier steht zwar Rathaus Level 9, aber ist eigentlich schon ein bisschen klein. Wir haben ein paar Neuner im Moment, ja, das gebe ich zu. Wir haben ein paar Neuner, aber ja, die wollen vielleicht auch gerne mal Liga spielen. Da müssen wir nächste Saison mal sehen, dass wir wenigstens 15 8er, 9er hier kriegen, so zusammen, sage ich mal. Oder 9 bis 7 runter. Und dann spielen wir auch mal Liga, ne? Machen wir einfach einen neuen Clan auf, spielen einfach ein bisschen Liga. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Medaillen hier für die etwas kleineren Rathäuser. Okay, on top. On top geht es hier in den Clan Herausforderer. Hier sieht es natürlich ultra, ultra gut aus. Am vierten Spieltag, ich glaube, vierter Spieltag ist auch hier. Und kurzer Zwischenstand, habe ich ja gestern, glaube ich, schon gesagt, oder vorgestern, ich bin fertig. Nur noch ein paar Bomben und ein paar Airbomben und noch 12 Tage auf die letzte Kanone warten. Alles Weitere wird dazwischen bei mir fertig. Und dementsprechend werde ich auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen höher gehen. Hier spende ich in jedem Fall gleich. Ja, pass. Aber auch hier wollen wir mal kurz in die Liga reingehen. Wir sind auch schon im 5. Tag. Ihr seht, wir haben die ersten 4 Tage hier gewonnen. Sehr, sehr krank, sehr, sehr krass. Angriffe, ich glaube alle, ne? Oder haben wir wirklich mal einen versäumt? Ich denke mal, wir alle. Ich glaube 15 hier. Rasante Truppe hier. Auch mit unten teilweise noch 13er. Also wir haben nicht 14er unten, sondern wir hatten hier in den Spieltagen hier unten mit dem Sparkling auch immer mal wieder einen 13er drin. Der allerdings nicht immer unbedingt gegen 13 antreten musste, oder? Aber doch antreten musste. Kann sein. Aber der Rest spielte sich halt hier im Rathaus Level 14, 15 ab. Und richtig, richtig schöne Geschichte. Ich gucke mal, ob ich für euch einen Dreier habe hier vom TSC Hunter. Der ist hier neu reingekommen und hat sich, glaube ich, ich hoffe, der fühlt sich wohl hier bei uns in der Truppe. Also eine echt sichtbare Bereicherung hier. 10 auf 10 ist allerdings ein kleiner Dip. Allerdings auf eine Max 14er Base, würde ich sagen. Und das gelingt ja auch nicht immer. Aber er hat hier auch noch Truppen und Helden im Boost. Helden auch, glaube ich. Ne, Helden nicht, aber seine Truppen, okay. Truppen hat er geboostet, damit sind die Zauber auch geboostet. Und dann haben wir hier auch, oh, hier haben wir auch einen Hybrid, okay. Das sehe ich jetzt erst. Also habe ich doch irgendwie noch nicht alles gesehen, glaube ich. Manches ist auch bei mir ganz so intuitiv, wo ich einfach mal was mache und was zeige und eigentlich habe ich es dann doch noch nie vorher gesehen und bin eigentlich dann so ein bisschen am Live-Kommentieren. Also hier nimmt er erstmal mit einem kleinen Kill-Squad, wollte ich jetzt gerade sagen. Ist das ein kleines Kill-Squad? Ja, okay, war ein Queen.
war was mit Queen. Ah, die Queen ist noch da am Rasieren, okay. Die Queen ist hier unten noch am Rasieren. Ich hatte gerade den Fokus da oben auf den King. Und jetzt geht es in die Base rein. Da unten stand, glaube ich, die Clanburg. Die sehe ich da oben nämlich nicht mehr. Und um das Rathaus herum auch kein nerviger Held. Die stehen also alle ein bisschen weiter außen. Auch das sollte man immer mal in den Fokus fassen, dass man hier am Rathaus nichts mit Helden zu tun hat, sondern hier steht reine Defensive. Er wutet jetzt sogar hier, braucht den Wut im Moment unten nicht bei der Queen. Die hat zurzeit gerade mal ganz, ganz wenig Beschuss, wird immer noch schön hochgeheilt, sodass der Hybrid hier oben dann den Rest, sage ich mal, rasieren kann. Aber wie gesagt, wenn da um das Rathaus keine Helden rumspringen, dann hat man es, ich will mal so sagen, auch ein bisschen leichter. Die Helden standen hier halt ein bisschen auswärts oder halt in den anderen Feldern. Und dann kommst du hier durch solche Bases natürlich wunderbar durch. Für unseren jetzigen Gegner, da mache ich eine Donnerstagsfolge voll fertig. Auch da muss ich gerade mal ein bisschen vorplanen. Das ist aber meiner Arbeit geschuldet, dass ich so ein bisschen vorproduzieren muss, weil ich sonst nicht A, nicht mehr so richtig nachkomme und B, habe ich natürlich immer ein bisschen Sorge, dass irgendwann mal so eine Wartung kommt und dann steht da wieder, wir können euch die Wiederholung leider nicht zeigen, die sind jetzt alle weg und dann kann ich natürlich auch nicht mehr aufnehmen. Mir ist das ja schon oft genug passiert, dass genau diese Situationen eingetroffen sind. Aber sehr schick hier. Wir haben hier natürlich auch so ein paar knappere Angriffe. Ich guck mal hier. Achilles 95. Was geht? Okay, 15 auf 15. Auch die Farbe hat sich hier stark verändert, aber Achilles hier mit einer Blimp, mit Bogenschützen und wahrscheinlich auch mit Magiern. Ich bin übrigens auch wieder am Blimp üben, Leute. Also nicht wundern, wenn ich wieder nur Mist mache. Toto macht mal wieder mit Blimp. Okay. Naja, ich muss es ja weiterhin üben. Denn es ist nach wie vor, glaube ich, eine starke Startstrategie hier, um in den in die Base reinzubekommen. 22% hier nur mit dem kleinen Squad hier. Und dann geht's hier los. Okay, mit Frosty, den habe ich erst auf 2. Im Moment level ich bei mir Phoenix und den Lizard, wobei ich Fokus gelegt hatte auf den Phoenix, weil ich den halt am wenigsten brauchte. Deswegen habe ich den erstmal gelevelt, aber die anderen kommen jetzt auch so nach und nach bei mir. Ich muss mal gucken, wie schnell wir das dann machen. Das Einfachste ist, man ballert sich die erstmal auf 5, dann kann man sie notfalls in wichtigen Clankriegen, und alle Clankriege sind eigentlich wichtig, natürlich nochmal auf 10 ballern mit dem Trank. Und was sicherlich auch nicht so schlecht ist. Schöne Angriffsstrategie hier. Ich glaube, das habe ich jetzt auch gerade im Ausbau gehabt. Beziehungsweise das ist, glaube ich, meine übernächste Truppe, die ich habe. Und wollte mit der wahrscheinlich auch dann im Clankrieg angreifen. Aber ich muss erstmal wieder ein bisschen üben, um ein bisschen reinzukommen mit der Blimp. Muss mir das Ganze nochmal irgendwo angucken mit der vor allen Dingen Zählerei. Ja, gerade wenn man eine Blimp spielt mit Unsichtbarkeitszauber, dann kommt es ganz darauf an, dass man so ein bisschen im Gedanken mitzählt, wie lange hält der Unsichtbarkeitszauber, wann muss der nächste kommen, wann wut ich, wann haue ich den Klon mit rein und so weiter und so fort. Also alles gar nicht mal so einfache Sachen hier in dem Kinderspiel, die man so berechnen muss. Ich weiß gar nicht, ob so ein 12-Jähriger auch so rechnet. Oder ist das Spiel ab 9? Ich glaube, ab 9 ist das Spiel. Ich muss mal in den Shop gucken, ab wann das mittlerweile betitelt wird, weil wenn ich mir so den ein oder anderen Skin angucke, dann ist das Spiel bald ab 16 und nicht mehr erst ab 9 oder ab 12. Ihr wisst schon, worauf ich hinziele. Und aber dennoch glaube ich, dass wir hier nach wie vor sehr, sehr taktisch geprägt sind und es immer wieder so eine Millimeter gibt. So eine richtige Meter gibt es im Moment ja nicht wirklich. Also man kann im Moment gar nicht sagen, das ist OP oder die Truppen kannst du gar nicht gebrauchen. Ich meine, einige werden wirklich, wenn man mal ein Resümee zieht über so eine Woche hier, und würde das mal checken hier, welche Truppe wurde überhaupt nicht benutzt. Dann gibt es natürlich nach wie vor Leute, die Truppen, die wir mittlerweile kennen, die hier wirklich in den Clankriegen so gut wie keine Rolle spielen, überhaupt hier rein zu finishen, sage ich mal, um auch hier mal 3 Sterne zu holen. Das sind dann eher so andere Angriffsarten, wie hier zum Beispiel Drachen mit Drachenreiter dahinter und natürlich klassische Timefails. Aber ich glaube, den Single Inferno, der ein Multi ist, den hätte er auch noch gekriegt, aber der Feger hier, ganz fiese Geschichte.
Aber ist nicht so schlimm. Wir sind im Moment am Führen hier. Auch hier sind wir in diesem Clankrieg an Führen. Auch wenn das gar nicht so aussieht. Ah nee, das ist die Befüllung. Auch wenn das gar nicht so aussieht, dass wir hier führen. Wir führen hier. Und zwar mit 177 zu 188. Das sage ich ganz bewusst, weil wir bisher kaum Angriffe gemacht haben und unser Gegner ist im Moment close to the edge. Die haben auch nur noch einen Angriff offen. Den werden die auch noch machen, aber die machen nur 2 Sterne. Die haben zwar einmal 3 Sterne gemacht, hier bei Mortus, ja, aber da komme ich am Donnerstag mal drauf. Und ich denke mal, wir werden hier Liga-Erster werden. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Das habe ich die letzte Saison auch gemacht und habe gedacht, wir werden Erster. Haben aber hier nachher in den nächsten Runden nur noch LDT8 vor uns und die Trollhunters. Und die sind in unserer Gruppe nicht gerade sehr, sehr hoch. Also das müssten wir eigentlich irgendwie packen. Im Moment spielen wir halt gegen den Ersten. Ja, vermeidbar Ersten. Aber die werden nicht mehr Erster bleiben, denn wir sind, was die Sterne und was die Angriffe angeht, natürlich ein bisschen hinten. Und wir haben erst 3 Angriffe gemacht, die haben hier schon 14 gemacht. Sie sind also so ziemlich durch und wir laufen dem jetzt eigentlich nur ein bisschen hinterher. Letztendlich müssen wir gar nicht gewinnen. Selbst wenn wir verlieren würden und würden alle Angriffe machen, wären wir immer noch vor den Close to the Edge. Das ist einfach mal so, da können die sich auch drehen und wenden, wie sie wollen. Und wir gehen hier einfach unseren Gang beim kleinen Herausforderer. Ich glaube, wir sind ziemlich voll hier. Ich habe hier gestern noch so den einen oder anderen aufgenommen. Da muss ich mal durchzählen nach der Liga, dass sie überhaupt alle wieder reinpassen. Aber ich hoffe, euch hat erstmal diese kleine, etwas längere Folge jetzt vom Halbzeitfazit ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach jetzt am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Twitch.tv/TotoClashed. Das ist eure Adresse wieder für morgen Abend. Bis dahin, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Lasst.